Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch und eurer Familie ein Eid Mubarak Said und ein frohes Ramadanfest. 3 Tage lang wird jetzt schön im Kreise der Familie gefeiert und Süßes und Geschenke verteilt. Genießt auf jeden Fall diese schöne besinnliche Zeit und zum gegebenen Anlass zeige ich euch heute diesen wunderbaren und einfachen Orangenkuchen mit Feigen und Pistazien und somit auch das letzte Video meiner Ramadan-Reihe und hier kommen jetzt direkt die Zutaten. Wir benötigen dafür grob gehackte Pistazien, den Abrieb von einer Bio-Orange, Feigenmarmelade, diese habe ich vom Rewe, falls einige fragen werden, geschmolzene Butter, Mehl, Zucker, Eier, Prise Salz, Backpulver und Vanilleextrakt oder Vanillezucker. In diesem Schritt werden die Eier mit dem Zucker und Vanilleextrakt 5 bis 8 Minuten schaumig aufgeschlagen, bis die Eiermasse cremig weiß und fast steif ist. Währenddessen verrühre ich die trockenen Zutaten miteinander und rühre sie anschließend ganz vorsichtig unter. Vorher gebe ich aber noch den Orangenabrieb und die flüssige Butter hinzu und rühre sie ganz vorsichtig auf niedrigster Stufe unter. Dann die trockenen Zutaten hineinsieben und alles vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, ohne die Luft dabei aus der Masse zu rühren. Zum Schluss noch die Feigenmarmelade und die gehackten Pistazien unterheben und den Kuchenteig in einer Springform geben. Die Springform braucht man hier übrigens nicht einzufetten, damit der Kuchen schön hochgehen kann. Und im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze 35 bis 40 Minuten backen. Vergiss nicht hier die Stäbchenprobe zu machen. Mein Kuchen ist hier komplett abgekühlt und jetzt werde ich noch etwas verzieren. Hier brauchen wir eine Mascarpone-Sahnecreme, die genauen Mengenangaben sind auf meinem Blog und außerdem Früchte eurer Wahl. Ich bestreiche die Oberfläche ganz grob mit dieser Creme und lege anschließend auf einer Seite so halbmondförmig die Früchte aus. Die sollen quasi die Mondsichel darstellen, passend zu Eid. Und hier könnt ihr, wie gesagt, eure Lieblingsfrüchte nehmen oder Nüsse, alles was ihr mögt. Und was hier natürlich ganz gut passt, sind Feigen, aber leider ist die Saison noch nicht. Deshalb habe ich mich hier für eine Beerenmischung entschieden. Sieht optisch wegen den schönen Farben gut aus und ist zudem sehr erfrischend. Voilà, so sieht am Ende das Ergebnis aus. Diesen Kuchen kann man gut am Vortag vorbereiten, da er so schön saftig ist, hält er sich lange frisch. Ich backe den immer sehr gerne am Vortag und nehme den als Geschenk mit, wenn wir eingeladen sind. Der kommt immer gut an und ist auch ganz schnell aufgegessen. Und ja, probiert es auf jeden Fall aus. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr ihn nachmacht und die Bilder mit mir auf Instagram teilt mit dem Hashtag Atlasküche. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Genießt den Tag und hiermit beende ich, wie gesagt, meine Ramadan-Reihe. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich möchte mich nochmal bei euch allen bedanken für die tolle Unterstützung. Es war wirklich eine sehr tolle Zeit mit euch, die leider schnell vergangen ist, weil es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch all diese Rezepte zu teilen. Es ist aber nicht das Ende, denn zukünftig werden natürlich noch ganz viele schöne Rezepte folgen. Also bleibt auf dem Laufenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.